Willkommen zurück zu Lies of P. Wir sind in Folge 38 angekommen und Jergut ist genesen. Ich hoffe, jetzt funktioniert auch alles hier. Wir müssen mal irgendwelche Videospiele durchspielen. Ne? Wir sind jetzt zusammen. Ich habe jetzt irgendwie 5 oder 6 Spiele am Laufen. Das reicht auch mal, wenn wir die Streams zumindest mit reinrechnen. Ja, passt schon. Und das muss mal hier ein bisschen. Das kann ja nicht die ganze Zeit hier, ne, sein. Das geht doch nicht. Was läuft denn da hinten? Oh. Mein Gott, sind das zwei? Das sind zwei. The Future. Also doch nicht so ganz Future. What the fuck? Ist das derselbe Dude? Nee, das ist nicht derselbe Dude. Das ist ein anderer Dude. Wahoo! Okay, ja, ich werde auf jeden Fall nicht gegen den kämpfen, bevor ich nicht da oben Puppe der Zukunft hätte. Sogar eine HP-Leiste. Kann man den... Boah, ist das... Lang, das Ding. Wahoo! Oh boy! Ich wollte eigentlich, dass die Puppe der Zukunft getroffen wird. Ich meine, der kann an sich nichts, ne? Warum ist hier rot? Achso, Schmetterling. Natürlich. Ein kleines Ding. Such dir eine Tänzerin! Oder einen Tänzer! Wir sind ja hier nicht so. Ja! Treffer. So, alchemistischer Booster. Okay, stimmt. Gibt's ja auch noch. Guck mal, hier hinten bemerkt mich der Fernkampf-Bob nicht. Da ist überall Blut. Okay, vielleicht bemerkt er mich doch. Ich habe einen Schuss gehört. Da ist ein Item. Da hinten ist noch ein Schmetterling. Ah, da ist er. What? Jetzt kurz warten. Er ist verschwunden. Er ist sofort verschwunden. Ist das ein Witz? Nee, ist der da drin? Warte, was? Da ist er! Wow, nice, ich hab ihn. Noch ein alchemistischer Booster. Guck mir den gleich mal genauer an. Ich will aber eigentlich erstmal da hoch in die... zu dem Schützen. Ich will nicht, dass der nämlich die ganze Zeit wegballert. Nein, noch ein Schmetterling! Idioten! Haben sie sich von dem Ding treffen lassen? Wie kann man doch so dumm sein? XD! Nehmen wir for real, wie komme ich da hoch? So, die Verderbnis steigt. Wir sind die Puppe umgangen. Das ist eine Tür, aber ich schätze, da komme ich nicht rein. Nicht wahr? Sieht nicht so aus. Da laufen zwei auf einem Fleck rum. Du kannst vergessen, dass ich gegen die kämpfe, während ich beschossen werde, mit einer Waffe, die ich nicht gewohnt bin. Nein, 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 nein. Ich bin ja vielleicht ein wenig blöd, aber ich bin ja nicht komplett blöd. Wir gehen da schon erstmal... Bären fallen. Schön erstmal außen rum. Vielleicht kommt man ja auf den Turm irgendwie drauf. Jetzt werden wir hier nicht mehr beschossen. Und dann können wir, wenn wir den Turm gemacht haben, können wir die Typen killen. Und dann können wir uns da unten auch nochmal richtig ordentlich umsehen und alles looten. Gleich geguckt, ob mein Greenscreen richtig steht, weil die Katzen ja immer gegen alles rumdonnern. Ja, passt schon. Das passt schon. So. Wir haben hier alchemistische Booster. Beschleunigt Wachstum der Goldmünzenfrüchte. Das kennen wir schon. Ein botanischer Wachstumsbeschleuniger, der von einem legendären Alchemisten mit geheimnisvollem Wissen hergestellt wurde. Hatten wir noch nie, aber haben wir von gelesen. Er verkürzt die Zeit, die der Goldmünzenbaum braucht, um Früchte zu tragen. Das Wissen der Alchemisten mit seinen vielen verschiedenen Facetten brachte den Überfluss hervor. Ein botanischer Verstärker eines Alchemisten erschuf sogar einen wundersamen Baum. Ja. Und das beschleunigt das Wachstum noch weiter. Da steht gleich Flavortext, also gehe ich mal davon aus. Macht das das Gleiche nur besser? Da ist eine Notiz, das sind Häuser. Das sieht... irgendwie nicht nach... Also schon nach dem Weg aus, den ich gehen will. Ach du Scheiße, ist das viel. Aber das ist da hinten ein Shortcut. Dann komme ich da nicht hoch. Das ist ja... Sie haben den Posten übernommen. Vorsicht vor den Felsen beim Betreten der Schlucht. Okay, ich glaube, wir müssen trotzdem nochmal zurück. Ich will jetzt nicht da... ins nächstbeste Gebiet latschen. Ich würde eigentlich schon gerne... Ich weiß nicht genau, wie ich da hinkomme. Vielleicht gibt es da noch einen alternativen Weg, den ich nicht gesehen habe. Irgendwas muss es ja geben. Da oben ist ein Weg.
Das ist doch, zum in den Knürzel beißen. Gibt's hier echt keinen Weg nach oben? Kann man da nicht irgendwie raufklettern oder so? Nicht irgendwie raufwalten, so wie in jedem anderen Game? In Assassin's Creed wäre das jetzt kein Problem. Gibt's hier echt keinen Weg nach oben? Auch nicht so versteckt? Nee. Weil das da oben sieht schon sehr verdächtig aus. Ich schätze, da muss ich erstmal das gesamte Gebiet machen. Naja, gut. Ich werde heute mehrere Folgen aufnehmen, also vielleicht merke ich es mir so lange. Oh, da ist noch ein Zweiter. Oh, Gott. Oh. Stirb. Okay, wir haben die Möglichkeit, neutralen Schaden zu machen und dann sogar noch die Möglichkeit. Was ist das denn? Achso, natürlich. Da würde ich gerne rein. Da ist ein Stargazer. Oh, weh. Ich höre Sachen schreien. Ich höre Sachen atmen. Nee, also ich hab vor, heute mehrere Folgen aufzunehmen, weil ich habe heute Zeit. Ich habe heute nicht frei, aber ich habe Spätdienst. Das heißt, ich habe immer ein paar Stunden Zeit, bevor ich zur Arbeit muss. Vielleicht kriege ich da ja noch ein bisschen was gebacken. Vielleicht merke ich mir dann sogar, wo wir schon waren und wo wir noch hin müssen. Oh Gott, das ist schlecht. Ich habe den hinter uns gesehen. Oh, nicht gewonshottet, das ist schlecht. Ih, wie sehe ich denn aus? Ih! Au! Jetzt hört's mal auf, das ist doch nimmer feierlich! Okay, das ist schon echt unfair. Oh, meine Waffe ist zu langsam. So, jetzt ist es schnell genug. Schnell genug ist ja auch Auslegungssache. Das ist schon cool. Das ist der Heavy Attack auch richtig schön schnell eigentlich, ne? Das ist der aufgeladene Heavy Attack. Ich muss nur lernen, wie man mit der Waffe umgeht. Dann ist die, glaube ich, extrem gut. Das ist extrem tödlich da. So, da oben sind wir gewesen. Erinnere mich gerade ein bisschen an die Minensysteme in Elden Ring. Das sieht aus, als würde es gleich einbrechen. Das sieht alles aus, als würde es gleich einbrechen. Erfahrungsgemäß bricht das hier ein. Ja. Oh, die Waffe abgebrochen. Boom. Boom. Geil. Die Waffe erinnert mich auch von der Größe her ein bisschen an Near Replicant. Der hat da auch so ein riesiges Claymore, der Dude. Ist auch extrem langsam. Aber ich meine, das Ding ist ja auch so groß wie zwei Menschen. Wahrscheinlich so groß wie vier. Also schwer wie vier, meine ich. Ja. Bam. Katalysator. Die Farbe-Katalysatoren sind natürlich jetzt extrem gut mit dem Schwert, weil dann kann ich schön häufig das Gewicht reduzieren von der Waffe. Und dann kann ich einfach die Farbe-Katalysatoren benutzen, um wieder schnell bereit zu sein, zu schlagen. Ah! Einmal aktivieren, aber nicht ransetzen, damit wir dann nicht gleich wieder hier, ne, alles respawnen. Also haben wir eh nur ein Heilding verbraucht. Warum würde ich das jetzt tun? Aber ich will die Sicherheit haben, dass wenn ich runterfalle, dass mir nichts passiert. Also, ich sterbe trotzdem, aber kann ich da wieder hoch? Gut, hier geht es also nicht weiter. Ich muss da weiterhin versuchen, da zu dem Shortcut hochzukommen. Weil ich dann wahrscheinlich durch das Haus kann und dann wahrscheinlich zu dem Typen, der die Kanone abfeuert. Und dann kann ich die Future Puppets besiegen. Die Puppen der Zukunft. Die zwei Stück. Ob ich das schaffe, ist nochmal eine andere Frage, aber ich gehe mal erstmal in die Höhle. Gehe ich erstmal in die Höhle? Ich glaube, die Höhle ist der Weg, wo es weitergeht. Vielleicht gehen wir erstmal hier lang. Wir warten mal, bis der kommt. Und dann zeigen wir dem einen Zaubertrick. Guck mal, da hängen welche. Guck mal, jetzt hängt da nur noch einer. Kann ich den anvisieren? Falscher Arm.
Na komm. Ey, ich dachte, der wird runtergestoßen. Sag mal, der ist größer als die anderen, ne? So. Daneben. Ausweichen. Meine Waffe ist langsamer geworden. Ich will nicht an der Seite stehen, wo es in die Tiefe geht. Habe ich keinen Bedarf für. Oh, du warst ja gar kein Damage, würde ich sagen. Oh mein Gott, aber er dodgt permanent. Er ist zu schlau für mich. Muss ihn parryen. Oh. Ich muss ihn einfach nur schlagen. Da geht natürlich jetzt durch den Bau. Er hat verfehlt. Und jetzt ist meine Waffe schnell. Geil. Geil, geil, geil. Ich mag das Ding sehr gerne. Warum sieht es sehr stylisch aus? Das ist mal eine neue Waffe. Hat jeder mal wieder was zu gucken. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Oh. Hab ich gesehen. Hässliches Ding. Bye. Ich meine, das waren alles mal Menschen. Also ein bisschen Respekt sollten wir denen schon zollen. Aber sind trotzdem halt einfach hässlich, die Dinger. Was soll ich machen? Legionskaliber, ey. Man kriegt ja jetzt doch relativ viele davon. Jetzt so hier mit to Endgame. Ich kann nicht einschätzen, wie weit ich im Game bin, ne? Ich hätte jetzt gesagt, wir sind schon recht weit. Viel wird es nicht mehr sein, Fragezeichen. Aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, alles gut. Ich wäre fast reingerollt. Da kommt der nächste. Oh mein Gott. Hier ist der Schmetterling, oder? Nee. Den vorbeirollen. Und jetzt gucken. Schmetterling, 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 Schmetterling. Hinter mir. Nee. Gut. Warte, warte, warte. Da kommt gleich der nächste. Da kommt gleich der nächste. Oh. Oh, Mano. Hat die Kugel einfach verfehlt. Das ja. Das sieht nicht gesund aus. Ist das Leichensäcke? Das sind irgendwelche Säcke auf jeden Fall. Davon kriegt er keinen Damage. Ich werd blöd. Oh, ich werd draufgehen. Ich werd. Boah, ich lebe. Okay, hätte ich einfach weiter schlagen können. Ich wollte nicht runtergeschoben werden. War definitiv die bessere Entscheidung. So, jetzt kommt das Ding. Waffe aktivieren und rennen, 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 rennen. Ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Oh, es war nicht schnell genug. Und jetzt ist der Schmetterling weg. Oh mein Gott, das hat cringe. No! Ich will nicht vom nächsten erwischt werden. Oh Gott, es kommt. Mich behalten. Aber hier, wo ich bin, ist safe. Mehr oder weniger. Muss halt nur die Straßenverkehrsordnung beachten. So kann ich dem hinterher. Vielleicht. Ist mir gerade aber tatsächlich ein bisschen zu risky. Wäre natürlich aber schon tempting. Vielleicht kann man die Dinger ja ausschalten irgendwie und dann kann man gucken. Schwierig zu sagen. Oh Gott! Oh, ich hatte schon befürchtet, dass mich das trifft. Mr. Lies of Peace, Sir! Meine Waffe geht kaputt. Oh mein Gott, der Schaden von ihr! Warum macht sie so viel Schaden? Was zum Schmeißen? Ja. Sniped! Sehr gut, Halbmondstein. Ah, den brauche ich gar nicht, glaube ich, ne? Finde ich aber gut, dass jetzt viel mehr Schmetterlinge sind. Wow, okay, das ist aber... Das ist aber knapp. Und jetzt? Weiter, 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 weiter! Oh, no! Ich bin gestorben? Das hat gereicht, um mich zu killen? Oh, no! Das ist eine Menge Fall Damage gewesen.
Vor allem, wenn wir bedenken, dass wir gar nicht so hoch waren. Na gut, wenigstens habe ich nichts verloren. Nichts Relevantes zumindest. Das ist so funny mit dem Ding. Einfach drauf zu bonken. So. Hat da noch was geleuchtet? Da leuchtet tatsächlich was. Habe ich gar nicht gesehen. Das holen wir uns noch. Und dann gehen wir zurück in die Höhle. Okay. 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 Oh, sind die gut? Nee, die sind alle sehr langsam mit ihren Angriffen. Aber nicht mit den zweiten Angriffen. Und mit den Folgeangriffen. Aber der erste Angriff ist immer recht langsam. Das heißt, wenn ich damit noch mehr Schaden machen könnte, könnte ich die vielleicht sogar one-shot. Das wäre natürlich extrem geil, aber ich glaube, das ist Wunschdenken. So, der wird mich nicht bemerken, weil ich zu stealthy bin. Ich meine, der Vorteil, den wir jetzt haben, dadurch, dass wir gestorben sind, ist, dass ich den anderen Schmetterling nochmal holen kann. Oder mal holen kann. Also, sprich... Oh, diesmal war er schlau genug! Okay, jetzt lohnt sich das Heilen. Wenn die Kugel vorbei ist, dann renne ich. Nice, ich hab's bekommen. Weg, 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 weg. Und los, 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 los. Oh Gott! Oh, kann ich hier selbst? Bin ich hier safe? Oh, ich bin hier safe, okay. Mehr Glück als Verstand. Ist das eigentlich ein schneller Angriff? Dodge Attack? Naja. Ich würde nicht sagen, dass er schnell war. War nicht so langsam wie die anderen Moves, aber war halt auch nicht schnell. So, dann vorbei, dann vorbei. Dann die da parryen. Oder zumindest mal blocken. Und dann schön in den Rücken. Aber wenn ich sie backstabbe, dann können sie sich nicht wehren. Dann ist egal, wie langsam meine Waffe ist. Das ist eigentlich kein blöder Spielzug, ne? Wenn ich das mache, dann kann ich da schön immer von hinten reinrumsen und alles funktioniert, so wie es soll. War da knapp. Nur bei Ergo blocken. Okay, das ist aber nicht, was ich suche. Da unten geht's auch noch weiter. Also muss ich hier lang? Ah, okay. So, da liegt ein Item. Will ich das riskieren? Eigentlich schon. Wahrscheinlich ist es nichts Wertvolles, aber ich versuch's trotzdem. Wo das langrollt. Ja, kann man nicht easy. Oh, nicht noch ein Schmetterling, Alter. Ist das ein Secret? Nee. Ich hoffe jetzt einfach mal, der Schmetterling ist weiter in die Richtung. Deswegen mache ich jetzt mein Schwert klar und renne da lang. Nichts. Okay, dann wäre er hinter mir gewesen. Aber das ist mir jetzt tatsächlich noch ein bisschen zu gefährlich, da hinten nochmal lang zu latschen. Schon genug Sachen, die ich mir merken muss. Ich kann mir nicht alles merken. Ich brauche ja sowieso das Spezial-Upgrade, aber das könnte ja da drin sein. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Au. Der Backstab ist so funny, ne? Oh nein, ich habe Schaden bekommen. Was soll ich nur... Ach ja, Pinocchio wird langsam zu richtigen Mann. Gut, Pinocchio wird gerade eigentlich eher zu Guts. Ah ja, das ist der Shortcut, guck mal. We did redid it. Bonk. Okay. So, da hinten ist noch ein Item, da sind allerdings auch Bärenfallen. Kann ich da außen rum? Ja. Muss nicht reinlatschen. Das ist schön. What the fuck bist du? Okay, ach so, ist ein Bär. Do it again, ich bin bereit. So. Zeit zurückzuschlagen. Okay. Oh, der Quick Attack ist. Also der Heavy Attack ist so schnell, wenn die Waffe schon auseinandergebröckelt ist. Das ist so geil. Jetzt kann ich nochmal heilen und jetzt kann ich noch einen Quick Attack machen. Also der Heavy Attack ist. Bam! Arm ab! Das ist so schnell! Zack! Also für einen Heavy Attack. Sternenfragment. Okay, jetzt gib mir mal hier ein Outfit, Alter.
Bärenjäger-Outfit oder so. Ich will so einen russischen Hut. Störungskat. It's not interesting. Aber jetzt macht es wenigstens Sinn, dass hier Bären fallen sind. Environmental Storytelling, baby. So, da ist die Hütte. Da ist der Weg. Sehr schön. Aus der Hütte werde ich jetzt gejumpscared. Ja, war ja klar. Die Tür hatte zu viel Kontrast. Ihr habt das gesehen. Ich bin doch nicht blöd, ey. Das funktioniert vielleicht 12 Mal bei mir, aber kein 13. Mal. Ah, ah, ah. Noch eine Truhe. Oh nein. Was hat die denn? Die hat einen Topf. Die ist ja riesig. Oh, ich hab den Holztrommel, den Pfosten getroffen. Boah, der Poise Damage. Ey, goddammit, ich liebe es. Okay, am Anfang war ich mir nicht sicher, ob das Schwert was für mich ist, aber definitiv, ich hab mich darin verliebt. Aber das ist ja noch nicht mal das maximale Potenzial, was man da rausholen kann. Klinge eines Stadtlangspeers. Ein Speerchen. Mein Bärchen. Da ist er. Hüpfer beginnt Angriff. Cool. Eine Sperrklinge, die in aller Eile aus einem zerbrochenen Zaun gefertigt wurde. Die einzigartig ausgeschrägte Sperrklinge ist überraschend effektiv. Der Langspeer, den die Menschen in aller Eile anfertigen, war grob, aber wirkungsvoll. Der Künstler Bastian merkte an, dass er ein Kunstwerk sei, das die Stadt Krat repräsentierte. Griff eines Stadtlangspeers. Ein Speergriff, der aus dem Pfahl eines Wegweiters. Ich kann aber noch nicht ganz, ich bin noch nicht ganz wieder, ne? Noch nicht 100% wieder da. Konzentration noch nicht 100%ig da. Stimme noch nicht 100%ig wieder da. Aber ich genese, das ist gut. Die Markierungen, die den Ort kennzeichnen, sind so verblasst, dass sie nicht mehr zu erkennen sind. Da es an Waffen mangelte, begannen die Bürger schnell aus städtischem Eigentum Waffen herzustellen. Es war wie ein Mini-Diorama von Krat. Das ist irgendwie süß. Aber, ich meine, die hatten ja, die sind ja innerhalb von kürzester Zeit, die sind ja wahrscheinlich ziemlich weggepusht worden von den Puppen und so. Das sieht nicht gut aus hier. Warum sind hier so viele einzelne Puppen? Ah, wahrscheinlich deswegen. What the fuck bist du? Bist du nicht ein frühes Design von Pinocchio? Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das hätte mich gekillt. Ah! Ah, der springt doch mal. Natürlich springt er noch mal. Was habe ich auch. Das habe ich mir dabei auch gedacht. Ah! Oh nein. Okay, ich dachte, der schmeißt mich jetzt einfach vor der Klippe. Das wäre funny gewesen. Oh, jetzt habe ich ihn. Und nochmal. Und jetzt den Special-Mega-Stagger-Schlag. Oh mein Gott. Sprungamulett? Was macht das? Erhöht die maximale Ausdauer. Ein Handwerker aus einer Werkstatt, der sich für das Laufen interessierte, meldet eine Puppe zum Marathon an. Natürlich gewann die Puppe keine Medaillen. Mit die Ausdauerwiederherstellung. Ich meine, das Amulett des Namenlosen ist einfach immer noch weiter sehr gut. Ich glaube, wir machen die. Wir machen die Lebensregeneration aus und machen die maximale Ausdauer rein. Weil ich glaube, dass das sehr gut ist, weil ich kann jetzt 1, 2, 3 Mal schlagen. Und wenn ich aufgeladene Heavy Attacks mache, bringt mir das irgendwas? Nee, ist trotzdem 2, aber ist egal. Bringt mir ja was beim Rennen und beim Rollen. Vielleicht macht das den entscheidenden Unterschied. So, jetzt können wir endlich die Bazooka-Builds da oben umbringen. Und dann können wir uns endlich mit den Puppen anlegen. Den Zukunftspuppen. Ich kann bestimmt auch einen Shortcut hier aufmachen. Hi! Ja, Mensch. Hat er gedacht, ich sehe den nicht, oder was? Komm ich da rüber?
Wahrscheinlich, indem ich einen Umweg gehe. Hier erstmal nach unten. Vielleicht kann ich einen Shortcut als erstes aufmachen. Ist hier nur der eine? Ne, hier sind noch mehr. Ah. Das hat nur einen Arm. Oh! Ich fühle mich wie daheim, mit dem Claymore oder was das ist. Wie in Dark Souls 1. Auch mit einer Hand schön, sehr gut, genau so. Schön das Großschwert von Artorias in der Hand und dann alle Attribute auf 40 und dann ab dafür, Alter. Gute 20 HP, also 20 Vitalität. Ich habe trotzdem Angst vor den Puppen, weil ich, also vor den, ich nenne sie Puppen, aber ihr wisst genau, diese Riesenroboter da. Weil wir wissen ja, was das letzte Mal passiert ist, als ich gegen die gekämpft habe. Hey, was geht ab? Der lebt! Oh mein Gott, ist er schnell. So. Ehrlich gesagt, bevor wir jetzt gleich gegen die Puppen kämpfen, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut. Ich gehe mir kurz mal die Nase pudern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!